Bargeld bietet die Möglichkeit der Steuerhinterziehung, ist unpraktisch, teuer und veraltet. Mit diesen und anderen Argumenten rühren die Medien seit Monaten die Werbetrommel für ein Bargeldverbot. Der Verbraucher soll davon überzeugt werden, dass Bargeldbesitz vor allem kriminellen Geldwäschern und Steuerhinterziehern hilft. Wir möchten in unserer Serie über die Bargeldabschaffung heute den Aspekt der Steuerhinterziehung bzw. der Steuervermeidung näher beleuchten. Grundsätzlich muss man festhalten, dass die Zeiten, in denen Schmiergelder oder Einnahmen aus zwielichtigen Quellen in einem Geldkoffer transportiert werden, weitgehend vorbei sind. Illegaler Waffen- und Ölhandel, Menschen- und Drogenhandel brauchen ebenfalls kein Bargeld, weil es über Konten von multinationalen Großkonzernen legale Tricks gibt, Geld zu waschen. Multinationale Großkonzerne haben seit Jahren Übung darin, wie man ohne Bargeld Milliarden von Steuergeldern an der Steuerbehörde vorbeischleust. Vor einem Jahr gelangten durch Whistleblower fast 28.000 Seiten vertraulicher Dokumente des Beratungsunternehmens PricewaterhouseCoopers an die Öffentlichkeit. Dies wurde unter dem Namen Luxemburg Leaks bekannt. Diese Dokumente belegen, dass hunderte Großkonzerne in Europa durch das Verschieben von Gewinnen, indem sie über Firmenstrukturen in Luxemburg operieren, Milliarden Euro an Steuern nicht bezahlen. Und so wird das gemacht. Großkonzerne installieren sogenannte Muttergesellschaften, auch genannt Holdinggesellschaften, in Steueroasen wie Luxemburg, den niederländischen Antillen, den Bahamas oder dem US-Bundesstaat Delaware. Die erwirtschafteten Gewinne werden dann getarnt an diese Muttergesellschaften in den Steueroasen überwiesen. Als Beispiel verlangt die Muttergesellschaft von IKEA dreistellige Millionenbeträge von ihren Einkaufszentren nur für die Benutzung des IKEA-Logos und des Copyrights. Das heißt, mit anderen Worten, jede IKEA-Filiale transferiert Riesensummen von Gewinnen, getarnt als vorgetäuschte Gebühren, an die Muttergesellschaft. Und diese muss aufgrund ihres Sitzes in der Steueroase kaum Steuern für diese Gewinne bezahlen. Auch Google schleuste in den letzten Jahren mit solch fingierten Gebühren 11 Milliarden Euro an der Steuerbehörde vorbei. Aber auch andere Konzerne wie Amazon und Mercedes, um nur einige zu nennen, verkaufen zwar gerne ihre Dienstleistungen und Waren in Europa und nutzen dabei die Kaufkraft der Bürger und die Infrastruktur des jeweiligen Landes. Wenn es aber darum geht, Steuern zu bezahlen, werden allerlei juristische Tricks verwendet. Pierre Moscovici, in der EU-Kommission für Wirtschaft zuständig, sagte dazu: Wir verlieren jedes Jahr zwischen 50 und 70 Milliarden Euro in der EU dadurch, dass Gewinne verschoben und dadurch eigentlich anfallende Steuern nicht bezahlt werden. Das sei fünfmal so viel wie für die Bewältigung der Flüchtlingskrise in Europa seit Anfang vergangenen Jahres ausgegeben worden sei. Wir sehen also, die wirklich große Steuerhinterziehung wird nicht etwa mit Bargeldkoffern gemacht, sondern das Geld wird ganz normal von einem Konto zum anderen überwiesen. Multinationale Firmen brauchen kein Bargeld, um Gewinne am Finanzamt vorbeizuschleusen. Und ein Bargeldverbot verhindert keine Steuerhinterziehung. Leider scheinen die warnenden Stimmen der angeblichen Verschwörungstheoretiker einmal mehr recht zu bekommen. In einem äußerst propagandistischen Beitrag hat das ZDF kürzlich dafür geworben, dass die Zukunft des Zahlungsverkehrs bei implantierbaren RFID-Chips liege. RFID ist die Abkürzung der englischen Bezeichnung Radio Frequency Identification, was zu Deutsch heißt Identifizierung mithilfe elektromagnetischer Wellen. RFID-Chips sind lediglich millimetergroße Mikrochips, die vorzugsweise unter die Haut der Hand eingepflanzt werden. Auf ihnen können Daten per Funk gespeichert und ausgelesen werden. In Schweden sei bereits ein Pilotprojekt zur bargeldlosen Bezahlung über solche RFID-Chips im Einsatz, schwärmte der Moderator Klaus Kleber in der betreffenden Sendung und ließ einen Softwareentwickler unwidersprochen Werbung für die angebliche Sicherheit der RFID-Technologie machen. Unter anderem behauptete dieser Folgendes:
Wenn man mit Leuten darüber redet, hört man immer wieder, die Regierung könne dann ja sehen, wo man sich befinde, dass man seine persönliche Unabhängigkeit verliere und so weiter. Das sei aber nicht der Fall, denn diese Chips senden keine Signale aus. Man braucht ein Lesegerät, damit sie funktionieren. Sie sind passiv. Wirklich unabhängige Software-Experten widersprechen solchen Behauptungen vehement. Sollte die Bezahlung per Chip eines Tages tatsächlich zum Standard werden, dann wäre der Standort jedes gechippten Bürgers bei jeder getätigten Bezahlung gerade durch das verwendete Lesegerät sofort nachvollziehbar. Dadurch ließen sich nicht nur für Geheimdienste, sondern auch für professionelle Hacker und Verbrecher jeder Art mit einfachsten Mitteln präzise Verhaltensprofile erstellen. Es würde dadurch völlig transparent werden, wer wann und wo einkauft, essen geht, das Kino besucht oder öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Dies wäre die Geburt des absolut gläsernen Bürgers. Und leider besteht wenig Grund zur Hoffnung, dass diese Form der totalen Überwachung noch sehr lange auf sich warten lässt. Denn was der Moderator Klaus Kleber freundlich lächelnd ankündigt, steht seit vielen Jahren als fester Plan auf der Agenda globaler Elitenetzwerke. Und genau diesen Elitenetzwerken gehört Klaus Kleber an, denn er ist ein Mitglied der sogenannten Atlantikbrücke. Dies ist eine Eliteorganisation, die als deutsche Filiale des unwahrscheinlich mächtigen globalistischen Eliteclubs CFR, Council on Foreign Relations, gilt. Das heißt Folgendes: Der bekannte Hollywood-Produzent, Geschäftsmann und spätere Politikaktivist Aaron Russell brachte kurz vor seinem Tod ans Licht, welche Ideen Nicholas Rockefeller vertrat, als er ihn zur Mitgliedschaft beim eben genannten CFR, Council on Foreign Relations, bewegen wollte. Das Ziel der Agenda ist, eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu implantieren. Alles Geld soll sich nur noch in diesen Chips befinden. Es wird kein Bargeld mehr geben. Rockefeller sagte mir direkt, dass sie das erreichen wollen. Das ganze Geld wird in deinem Chip sein. Wenn man anstelle von Bargeld Geld auf seinem Chip hat, können sie jeden Betrag, wann immer sie wollen, entnehmen. Und wenn man dagegen protestiert, können sie den Chip ausschalten und du hast nichts mehr. Du kannst kein Essen mehr kaufen. Du kannst nichts mehr tun. Totale Kontrolle über die Bevölkerung. Die wollen eine Weltregierung unter ihrer Kontrolle. Dies war der Grund, warum sich Russell gegen die Mitgliedschaft beim CFR entschied, dessen Tochtergesellschaft nun über ihr aktives Mitglied Klaus Kleber offene RFID-Werbung im deutschen Fernsehen betreibt. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, entweder wir erwehren uns dieser Entwicklung mit aller Entschlossenheit, oder die totale Überwachung wird unsere völlige Versklavung an die von Aaron Russell geschilderte Elite bedeuten. Bargeld helfe nur noch Geldwäschern und anderen Kriminellen, ihre Geschäfte zu verschleiern, sagte der deutsche Bankchef John Krein Anfang des Jahres beim Weltwirtschaftsforum in Davos und irritierte mit seiner beunruhigenden These, Bargeld werde in den nächsten 10 Jahren verschwinden. Denn Cash ist fürchterlich teuer und ineffizient, so John Krein wörtlich. In unserer Sendereihe über die geplante Bargeldabschaffung möchten wir diese These aufgreifen und beleuchten. Wenn der deutsche Bankchef öffentlich äußert, dass das Bargeld ineffizient und fürchterlich teuer sei, dann muss man die Frage stellen, was denn am Bargeld für wen angeblich so teuer ist. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass das Drucken von Banknoten und das Prägen von Münzen mit hohen Kosten verbunden seien. Tatsächlich sind aber sowohl diese Kosten als auch die Aufwendungen für den physischen Transport von größeren Bargeldmengen nicht das, was John Krein meint, wenn er davon redet, Cash sei fürchterlich teuer. Um was genau geht es ihm denn? Dazu möchten wir aufzeigen, woher Bargeld kommt, wie es entsteht, wie es verteilt wird und wer welche Kosten im Zusammenhang mit Bargeld hat. Bargeld entsteht ausschließlich durch die jeweilige Nationalbank eines Landes. In Deutschland durch die Deutsche Bundesbank, in der Schweiz durch die Schweizer Nationalbank und so weiter. Bargeld ist also Zentralbankgeld und damit haftet für den Wert eines Geldscheins nicht irgendeine private Geschäftsbank, sondern die jeweilige Zentralbank des Landes. Die Bevölkerung
erhältst das Bargeld, aber nicht direkt von der Zentralbank des jeweiligen Landes, sondern von den privaten Geschäftsbanken, zum Beispiel eben von der Deutschen Bank. Diese Banken unterhalten bei der jeweiligen Zentralbank Konten. Wenn nun Ihnen Ihre Bank Guthaben als Bargeld ausbezahlt, erhalten Sie Zentralbankgeld. Für dieses Bargeld hat Ihre Bank dann eine Gebühr, sogenannte Sichteinlagen, bei der Nationalbank zu hinterlegen. Und genau dort liegen die angeblich fürchterlich teuren und ineffizienten Kosten, wie es der deutsche Bankchef nennt, begründet. Mit jedem Betrag Bargeld, den der Bürger als sein Eigentum bei sich verwahrt, ergeben sich also Gebühren, quasi ein Pfand, für die jeweilige Hausbank, die das Bargeld an den Kontoinhaber ausbezahlt hat. Dieses Pfand, das bei der Nationalbank hinterlegt wird, reduziert das frei verfügbare Kapital der Bank so lange, bis das Bargeld wieder an die jeweilige Nationalbank zurückfließt. Die jeweilige Bank kann also mit diesem Kapital nicht zu ihrem eigenen Nutzen spekulieren, was sie natürlich sehr gerne tun würde. Es kommt jetzt aber noch ein weiterer Faktor hinzu, und das ist ein gewichtiger Grund, warum die Banken unter fadenscheinigen Gründen eine Abschaffung des Bargeldes fordern. Die Zentralbanken verlangen seit geraumer Zeit aufgrund der Finanzkrise einen Negativzins von den Geschäftsbanken. Das bedeutet, dass das Pfand der Banken für das Bargeld nicht nur blockiert ist, sondern aufgrund der Negativzinsen an Wert verliert. Und genau darum klagen die Banken, dass das Bargeld fürchterlich teuer und ineffizient sei. Liebe Zuschauer, man sieht also, das Motiv der Banken bei der Kampagne gegen das Bargeld ist also nicht, die Bankkunden vor Kosten zu bewahren, sondern in erster Linie sich selbst. Seit Monaten wird der Öffentlichkeit von Seiten der Politik über die Medien nachdrücklich erklärt, wie altmodisch und umständlich der Einsatz von Münzen und Banknoten und wie zeitgemäß und effizient dagegen der Einsatz von Kredit- oder Chipkarten sei. Außerdem wird gebetsmühlenartig dargelegt, Bargeld fördere die Geldwäsche, begünstige die Steuerhinterziehung, leiste der Korruption Vorschub und erleichtere Terroristen die Geldbeschaffung. Wir berichteten bereits darüber. Der unbefangene Beobachter fragt sich verwundert, wieso diese Themen gerade jetzt immer mehr aufgebracht werden. Denn schließlich existieren Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Korruption und auch der Terrorismus seit je. Und die wirklich großen schmutzigen Finanzgeschäfte werden ja ohnehin nicht mit Bargeld abgewickelt. Somit scheinen die genannten vier Gründe vorgeschoben zu sein. Finanzexperten bringen darum etwas zugespitzt auf den Punkt, was die eigentlichen Beweggründe hinter der gegenwärtigen Kampagne gegen das Bargeld sein müssen. Man will an ihr Geld. Es lohnt sich also, etwas tiefer hinter die Kulissen zu schauen und sich zu vergegenwärtigen, womit das zusammenhängt. Das globale Finanzsystem konnte beim Finanzcrash 2008 nur durch ein Bailout am Leben erhalten werden. Das heißt, die Staaten sprangen seinerzeit mit Steuergeldern ein und hielten zahlreiche dem Untergang geweihte Finanzunternehmen und Banken mit der Begründung, sie seien too big to fail, also zu groß, um zu scheitern, künstlich mit Finanzspritzen am Leben. Diese nahmen die Vorzugsbehandlung aber anschließend nicht etwa zum Anlass, eigene Risiken einzudämmen. Stattdessen gingen sie noch höhere Risiken ein und häuften noch mehr Schulden auf. Da die Staaten inzwischen finanziell schlichtweg nicht mehr in der Lage sind, um Banken im Krisenfall erneut zu retten, wird ein weiterer Bailout, sprich eine weitere staatliche Finanzhilfe, in einer nächsten Notsituation nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grunde wurde in Europa Anfang 2016 das Bail-in eingeführt. Das meint, Finanzunternehmen werden in Zukunft gerettet, indem sie zuallererst auf die Vermögen von Aktionären, Anleihebesitzern und Sparern zurückgreifen. Dieses ist bereits auf Zypern und in Italien praktiziert worden. Allerdings nicht ohne Folgen. Viele Menschen versuchen sich derzeit zu schützen, indem sie ihre Konten räumen und ihr Vermögen in Form von Bargeld horten. Um den Menschen nun diese Rückzugsmöglichkeit zu nehmen, soll das Bargeld abgeschafft oder zumindest eingedämmt werden. Gibt es nämlich kein Bargeld mehr, sind die Menschen gezwungen, ihr Geld bei Kreditinstituten bargeldlos zu belassen
oder zu einem anderen, vermeintlich sicheren Kreditinstitut zu wechseln. Im Krisenfall können Staat und Finanzwirtschaft auf diesem Weg ohne Probleme auf private Einlagen zurückgreifen. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.